Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Flow, der heißt Core and Swing. Es geht heute insbesondere um die Aktivierung der tiefen Muskulatur. Und vielleicht einmal so zum Verständnis, also wir haben zum einen die Oberflächenmuskulatur, das sind all die Muskeln, die wir quasi von außen sehen können. Also ne, wenn ich jetzt einen Bizeps habe oder ein Sixpack, also all das, was uns sozusagen Form gibt im Körper. Und dann gibt es aber auch die tiefe Muskulatur, also diese ganz tief liegenden Muskeln, die hauptsächlich dafür zuständig sind, uns Stabilität und Halt zu geben. Und die Muskeln, die sind eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten, also die sind die ganze Zeit aktiv, denn wenn sie uns diesen Halt nicht geben würden, dann würden wir wahrscheinlich umkippen, wenn wir auf einem Bein stehen zum Beispiel. Das heißt, was wir heute machen, ist diese Tiefmuskulatur so ein bisschen mehr herauszufordern, indem wir in größere Bewegungsmuster gehen. Also wir gehen in Schwingung, das heißt in Arme schwingen zum Beispiel, aber auch die Beine. Wir gehen ein bisschen in die Balance, also all das, was die Tiefmuskulatur aktiviert. Und wir starten auch direkt mit einem Reset. Kommen einfach von hier in die Rückenlage. Stell deine Füße auf, wir starten in der Low Bridge. Achte darauf, dass deine Fersen in der Höhe ungefähr sind von deinen Knien, also nicht zu nah an deinem Gesäß. Bring für einen Moment die Aufmerksamkeit zu deinem Zentrum, zum Becken und schau mal hier vorne, da gibt es die ASAS Points, also hier vorne diese Beckenknochen. Da legst du deine Hände drauf, sodass deine Zeigefinger und Daumen zueinander zeigen. Und dann, wenn du für einen Moment hochschaust, dann siehst du, das gibt so wie so eine Form von einem Diamanten. Und dann stell dir mal vor, dass genau dieser Diamant, dass das alles so ein bisschen mehr so zueinander zieht, also dass dieser untere Bauch ganz fest wird. Bleib hier, ne, das ist die Aktivierung noch mal ein bisschen mehr von der tiefen Muskulatur. Bleib hier und dann komm nach oben in die Low Bridge, ne, Aktivierung von der Po-Muskulatur. Und es geht gar nicht darum, so weit hochzukommen, also dass du hier im unteren Rücken zu rund wirst, sondern wirklich einfach nur die Po-Muskulatur anspannen und vorne festhalten. Wir gehen von hier in ein paar Pulses. Du kannst die Hände zu den Seiten bringen. Einfach lift and lower von deinen Hüften. Achte oder schau, dass die Schultern ganz entspannt bleiben. Der Nacken ist entspannt, also die ganze Aktivierung, die passiert hier im Hüftbereich. Bleibt noch für 5, 4, 3, 2, 1 und wir gehen von hier in so eine Marching-Bewegung. Du bringst dein rechtes Knie über die rechte Hüfte und dann setzt den Fuß wieder ab. Das Becken, das bleibt die ganze Zeit ganz gerade. Auch da wieder die Bewegung kommt aus der Hüfte und du hältst hier vorne alles ganz, ganz fest. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Wir gehen in den Wechsel. Low Bridge Pulses. 5, 4, 3, 2, 1 und walks. 5, 4, 3, 2, 1. Zweimal mehr. 5, 4, 3, 2, 1 und 5, Becken bleibt gerade, 4, 3, 2, 1, letzte Runde, 5, 4, 3, 2, 1, halte, 5, 4, 3, 2, 1 und dann stell die Füße zurück auf den Mattenboden und roll langsam von der Brustwirbelsäule zur Lumbar Spine, zur Lendenwirbelsäule und dann das Kreuzbein zurück auf den Mattenboden. Und das Kreuzbein, das ist der unterste Teil deiner Wirbelsäule, dieser ganz flatte Teil. Und den schiebst du jetzt auch oder drückst du von vorne ganz kraftvoll in den Mattenboden. Verschränk dann deine Hände hinter dem Kopf und bring deine Knie nochmal zur Hüfte, über deine Hüfte. Die Ellbogen, die kommen zueinander. Bleibe hier, unterer Bauch ist aktiv. Geh ein bisschen in das aufwärmende Abdomen. Atme hier ein, ausatmen. Schieb kraftvoll das Kreuzbein in den Mattenboden und dann komm nach oben. Schultern heben vom Mattenboden ab. Einatmen und lösen. Ausatmen, komm nach oben. Der Kopf ist ganz entspannt, also die Kraft des Hebens, das kommt hier aus dem Zentrum. Also ich habe meine Hände ganz entspannt. Einatmen, lösen. Wir gehen ein bisschen weiter von hier aus, atmen, komm nach oben. Jetzt streck dein rechtes Bein.
Beug dein Knie, einatmen, lösen. Andere Seite, ausatmen, komm nach oben. Streck dein linkes Bein. Gut, Rebend. Einatmen, lösen. Wir gehen weiter von hier. Ausatmen, komm nach oben. Streck dein rechtes Bein. Und dann switch. Linkes Bein. Und switch. Und switch. Beide Knie beugen. Einatmen, lösen. Andere Seite. Ausatmen, komm nach oben. Schieb das Kreuzbein in den Mattenboden. Streck links. Switch. Rechts. Links. Rechts. Beug dein rechtes Knie. Einatmen, lösen. Wir gehen nochmal eine Runde. Ausatmen, komm nach oben. Streck rechts, links, rechts, links. Zweimal mehr. Rechts, links, rechts, links. Linkes Knie beugen. Einatmen und lösen. Letzte Runde. Ausatmen, komm nach oben. Spür die Kraft im Zentrum. Linkes Bein streckt. Und switch. Switch. Switch zweimal mehr. Links, rechts, links, rechts. Und dann beuge beide Knie. Einatmen, lösen und release. Nimm dir einen kurzen Atemzug hier. Gerne durch den geöffneten Mund ausatmen. Good. Und dann roll über eine Seite nach oben. Und wir gehen von hier in den Delfin. Du landest auf deinen Unterarmen, sodass die Ellbogen in einer Höhe sind mit deinen Schultern. Verschränk gerne deine Hände ineinander, wenn du heute so ein bisschen dir die Kraft in den Schultern fehlt oder du da so ein bisschen Stiffness fühlst. Also dann gerne die Hände verschränken. Die Zehen sind untergestellt. Lass den Kopf für einen Moment komplett los und bring jetzt die Aufmerksamkeit zu den vorderen Rippen. Und auch die wollen wir hier ganz aktiv haben. Das heißt, die schieben quasi von vorne nach hinten zu den Schulterblättern. Du wirst also rund zwischen den Schulterblättern, eine Protraktion. Bleib hier und dann komm nach oben in den Delfin. Beug von hier das rechte Knie zur Brust und dann setz den Fuß ab. Und links. Und absetzen im Wechsel. Rechts. Links. Der Core ist also jetzt hier ganz aktiv. Die Unterarme, die schieben kraftvoll in den Mattenboden. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Und dann komm nach unten. Setz dich für einen Moment zurück in den Fersensitz. Ganz gerne die Schultern für einen Moment ein bisschen kreisen. Und nimm dir hier einen schönen Atemzug nochmal. Und wir gehen dann von hier in den Flow. Du startest in Tadasana. Komm an den vorderen Rand deiner Matte. Und wir halten auch hier die Aufmerksamkeit auf das Zentrum. Das heißt, der untere Bauch ist nach wie vor ganz, ganz fest. Po-Muskulatur ist aktiv und du hast so eine kleine Beugung in deinen Knien. Jetzt bring für einen Moment die Aufmerksamkeit zu deinem Kopf und schieb den Hals zurück, sodass dein Nacken ganz, ganz lang werden kann. Also du quasi in so eine neutrale Körperhaltung kommst. Und wir beginnen von hier mit der ersten Sequenz. Einatmen, zieh die Arme über vorne nach oben. Ausatmen, Hip Hinge. Setz die Hüfte weit zurück, sodass du mit einer geraden Wirbelsäule nach unten kommst. Rechter Fuß geht zurück, leg das Knie ab. Lass die Zehen untergestellt und dann steig hier auf in den Low Lunge. Du siehst, ich bin hier eher in so einem 90-Grad-Winkel und hänge jetzt nicht hier im unteren Rücken. Vorderer Bauch, unterer Bauch ist ganz aktiv. In der nächsten Ausatmung setzt die Hände vor dir ab, geht zurück in den Downward Facing Dog. Setz jetzt den rechten Fuß nach vorne, linkes Knie kommt zum Mattenboden, Zehen sind untergestellt, steige auf in den Low Lunge. Wir gehen also hier in den Wechsel. Hände setzen ab, Downward Facing Dog. Linker Fuß kommt nach vorne, Knie zum Mattenboden, Rise. Po-Muskulatur ist aktiv und dann geht zurück, Down Dog. Zweimal mehr, rechts, komm nach oben und zurück, Down Dog. Und der linke Fuß kommt nach vorne, steig hier auf in den Low Lunge und dann bleib hier. Beug jetzt hier deine Ellenbogen, Go Pose. Sind in einer Höhe mit deiner Brust, ganz aktiv hier in der Po-Muskulatur und dann twiste aus dem Brustkorb nach links und Mitte, links und Mitte. Zweimal mehr. Nichts passiert im Becken, das ist ganz stabil.
Und das nächste Mal, wenn du in den Twist kommst, bleib hier, setz jetzt die rechte Hand zum Mattenboden, geh mit dem rechten Fuß zurück in den Twisted Crescent Lunge. Ganz aktive rechte Po-Muskulatur. Atme hier tief ein und in der nächsten Ausatmung setz die linke Hand zur Innenseite deines vorderen Fußes. Dreh dich nach rechts auf in den Side Lunge. Die Hände landen direkt unter deinem Kopf. Du kannst gerne hier auf den Fingerspitzen bleiben. Setz auch hier die Hüfte weit zurück, Wirbelsäule ist lang und dann Pulse. Und Pulse. Ein paar Mal. Gehen hier so ein bisschen in die Dehnung der linken Beininnenseite. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Dreh dich nach hinten, den hinteren Rand deiner Matte. Das linke Knie landet direkt unter deiner linken Hüfte. Du gehst mit dem rechten Fuß zurück in die modifizierte Side Plank. Auch hier, unterer Bauch ist aktiv, Po-Muskulatur aktiv. Und dann heb das rechte Bein und senken. Lift. Und lower. Du kannst gerne, wenn du noch ein bisschen mehr Load haben willst, den rechten Arm Richtung Decke strecken. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Setz jetzt den rechten Fuß nach vorne. Komm in den Standing L. Die Hände landen vor dir und du hebst das linke Bein. Auch hier achte darauf, dass die Wirbelsäule lang bleibt. Vielleicht sogar ein bisschen hier zwischen den Schulterblättern loslassen. Also die Schulterblätter so ein bisschen zueinander ziehen. Die vorderen Rippen bleiben ganz fest. Setz den linken Fuß ab und dann lift. Ein paar Mal. Tap und lift. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und dann kommt der linke Fuß nach vorne neben den rechten Vorbeuge Uttanasana. Schieb die Füße kraftvoll in den Mattenboden, wenn du nach oben kommst in der nächsten Einatmung. Wir gehen zur anderen Seite, ausatmen, Hip Hinge. Linker Fuß geht zurück, Low Lunge, Zehen bleiben untergestellt. Steig auf, achte hier darauf, dass die Po-Muskulatur unterer Bauch aktiv bleibt. Hände setzen ab. Down Dog. Linker Fuß kommt nach vorne, Knie zum Mattenboden, Rise, Low Lunge und geht zurück. Rechts kommt nach vorne, Knie setzt ab, Rise, gut, zweimal mehr. Linker Fuß nach vorne, versuch die Hände nicht vom Mattenboden zu heben, wenn du nach vorne kommst. Der Core ist hier ganz aktiv. Rechts, Rise und dann bleib im Low Lunge. Beug die Ellenbogen, Twist nach rechts aus dem Brustkorb und Center. Rechts und Center. Und vielleicht merkst du auch, wenn die Po-Muskulatur aktiv mitarbeitet, gibt es auch eine schöne Dehnung hier vorne in der vorderen linken Hüfte. Letztes Mal, du bleibst im Twist, bringst dann die linke Hand zum Boden, gehst mit dem linken Fuß zurück, Twisted Crescent Lunge. Lass für einen Moment den Kopf los, linke Po-Muskulatur ganz aktiv und dann bring die rechte Hand zur Innenseite des vorderen Fußes, dreh dich nach links in den Side Lunge, Pulse hier. Die Hüfte geht zurück, Wirbelsäule ist ganz lang. Gut, noch ein paar Mal mehr. Achte auf deinen Kopf, der Hals vorne schiebt zurück, Nacken ist ganz lang, zweimal mehr. Und dann wander mit den Händen wieder nach vorne. Modified Side Plank. Rechtes Knie landet unter der Hüfte. Du setzt den linken Fuß zurück, streckst vielleicht den linken Arm oder lässt die Hand an der Hüfte. Und dann lift und lower. Lift und lower. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Du setzt den linken Fuß nach vorne, kommst hier in Standing L. Rechtes Bein hebt vom Mattenboden, Wirbelsäule ist lang, vordere Rippen aktiv und dann lift und lower, rechter Fuß. Auch hier, das Becken ist gerade, die Bewegung kommt nur aus der Hüfte. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und dann setzt den Fuß nach vorne, Uttanasana Vorbeuge. Lass die Knie gerne ein bisschen mehr gebeugt, Hüfte geht weit zurück. Rise mit der nächsten Einatmung. Eine Runde Sun Salutation A.
Hip Hinge in der Ausatmung, Hände setzen vor dir ab. Du gehst zurück in die Brettposition, atme hier ein, ausatmen, Knie zum Mattenboden und langsam in die Bauchlage. Cobra, schieb kraftvoll das Schambein in den Mattenboden, Po-Muskulatur aktiv. Und dann geh von hier zurück, Downward Facing Dog. Zweiter Teil der Sequenz, wir bringen jetzt ein bisschen mehr Aktion in die Arme und Beine. Du hebst das rechte Bein nach hinten und oben, setzt dann den Fuß nach vorne zwischen deine Hände und kommst hier nach oben in den High Crescent Lunge. Auch hier ist das Becken neutral, deswegen beuge ich hinten das Knie ein bisschen, halte hier den unteren Bauch ganz fest, bring die Hände für den Anfang gerne an deine Hüften, schieb jetzt kraftvoll den vorderen Fuß in den Mattenboden und dann schwing das linke Bein, schwing und zurück. Gut, wir machen das noch ein paar Mal. Achte auch hier wieder auf die Länge in der Wirbelsäule. Und wenn du magst, kannst du den gegenüberliegenden Arm mitnehmen und so ein bisschen in eine größere Schwingung kommen. Hier ist jetzt die Tiefenmuskulatur ganz doll gefordert. Noch 5, 4, 3, 2, 1, bleib hier, beug dein linkes Knie, Hip Flexion, halte die Po-Muskulatur rechts, Gluteus Medius, ganz aktiv, sodass das Becken gerade bleibt. Und dann geh mit dem linken Fuß zurück, Airplane. Du kannst gerne die linke Hand zum rechten Oberschenkel bringen und auch hier wieder auf die Länge in der Wirbelsäule achten. Noch einen tiefen Atemzug. Du setzt den linken Fuß ab, großer Circle mit deinen Armen wieder nach hinten, kommst auf deine Hände und dann auf die Unterarme in den Three-Leg Dolphin. Und wir gehen von hier mit dem Knie zur Brust, setzt den Fuß ab und dann das andere Kniewechsel. Das, was wir am Anfang gemacht haben, Knie Richtung Brust beugen. Gut, noch 5, 4, 3, 2, 1, press dann in deine Hände, heb die Unterarme, Downward Facing Dog, bleib hier für einen Atemzug, bevor wir zur anderen Seite gehen, linkes Bein. Gut, du hebst dann von hier das linke Bein nach oben, atme ein, setz den Fuß nach vorne zwischen deine Hände, steig auf in den High Crescent Lunge, hinteres Knie ist gebeugt, unterer Bauch ist fest, wir starten mit den Händen an den Hüften und swing rechts. Und swing. Schieb kraftvoll den linken Fuß in den Mattenboden. Und wenn du soweit bist, nimm die Arme gerne mit. Atme hier schön tief weiter. Noch ein paar Mal mehr. 3, 2, 1. Swing. Jetzt beug dein rechtes Knie. Hip Flexion. Halte. Vielleicht streckst du die Arme dieses Mal nach oben. Und dann geht zurück, Airplane, rechtes Bein, schwingt nach hinten, rechter Arm landet auf dem Oberschenkel. Lass das vordere Knie leicht gebeugt. Gut, einmal mehr, atme. Und dann setzt den rechten Fuß ab. Du schwingst, großer Circle mit den Armen wieder zum vorderen Rand deiner Matte. Landest auf den Unterarmen in dem Three-Leg Dolphin. Und dann beugt dein Knie zur Brust, setzt den Fuß ab und links und rechts, links. Und rechts. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und dann komm für einen Moment zurück in den Fersensitz. Ha. Boah, es ist sehr warm im Moment in Portugal. Ich glaube, um die 30 Grad heute. Also mein Körper ist auf jeden Fall gut aufgewärmt. Ich hoffe, bei dir ist das ebenso. Nimm dir nochmal einen schönen Atemzug hier. Gut, und dann bringen wir diese beiden kurzen Sequenzen zusammen und starten wieder in Tadasana. Füße sind hüftweit geöffnet, das Becken ist neutral, unterer Bauch, Po-Muskulatur, kleine Beugung in den Knien, schieb den Hals zurück. Einatmen, zieh die Arme über vorne nach oben, ausatmen, Hip Hinge. Dieses Mal gehst du mit dem rechten Fuß zurück und bleibst hier im Lunge. In der Einatmung ziehst du nochmal ganz bewusst dein Brustbein nach vorne, Wirbelsäule lang und dann geh zurück, Down Dog. Rechter Fuß kommt nach vorne, bleib hier, zieh dich nochmal lang und Down Dog.
Wir bringen ein bisschen mehr Arm dazu. Linker Fuß kommt nach vorne. Die Arme gehen nach hinten und du hebst den Oberkörper an, sodass der Bauch nicht auf dem Oberschenkel aufliegt. Und bringst dann hier den rechten Arm neben dein Ohr. Und dann switch. Und switch. Switch. Und switch. Setz die Hände ab. Geh zurück, Down Dog. Rechter Fuß kommt nach vorne. Arme gehen nach hinten, Oberkörper hebt. Dieses Mal linker Arm zum Ohr und dann switch, switch, switch. Letztes Mal, Hände setzen ab. Down Dog Split, rechtes Bein nach hinten und oben. Bleib hier, beug dein Knie, gehen in Hip Circles. Du beugst das Knie zur Brust, zur Seite, hinten und oben. Große Circle, halte den Kontakt der Hände, die kraftvoll in den matten Boden schieben. Auch hier darauf achten, dass die Bewegung aus der Hüfte kommt. Das Becken bleibt so gerade wie möglich. Switch Directions in die andere Richtung. Fünf. Gut. Dann bring das rechte Knie zum Mattenboden, direkt unter deine Hüfte und komm von hier in die modifizierte Side Plank. Vielleicht streckst du den linken Arm, heb das linke Bein und dann Pulse. Pulse. 3, 4, 5. Setz den Fuß nach vorne, Standing L, 5-mal Pulse. 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen das gleiche nochmal. Rechtes Knie, Modified Side Plank. 5, 4, 3, 2, 1. Setz den Fuß nach vorne, Standing L. 5, 4, 3, 2, 1. Kommst von hier nochmal in die Modified Side Plank. Bleib hier, beug dein Knie, greif den Fuß. Kurzer Stretch für den Quadrizeps. Unterer Bauch aktiv, vordere Rippen ziehen nach hinten. Und wir gehen von hier in den Side Lunge. Du setzt den linken Fuß nach vorne, drehst dich nach rechts. Rechtes Knie ist gebeugt. Dieses Mal streck die Arme zu den Seiten. Bisschen mehr Load hier. Und dann Pulse. Pulse. 5, 4, 3, 2, 1. Dreh dich wieder nach vorne. Komm von hier in Airplane. Rechte Hand landet auf dem linken Oberschenkel. Zieh dich richtig lang. Gut, und dann beug dein Knie in Richtung Brust. Und geh zurück. Und komm nach oben. Vielleicht streck die Arme. Und Airplane. Auch hier ganz viel Load jetzt für die tiefen Muskulatur. Wir auf dem linken Bein balancieren. 3. Noch zweimal mehr. Und dann bring nochmal das Knie zur Brust. Setz den Fuß ab, Hände vor dein Herz. Tadasana. Eine tiefe Atmung hier. Löst deine Hände und wir gehen zur anderen Seite. Auch hier wieder ein neutrales Becken, leichte Beugung in den Knie, schiebt den Hals zurück. Einatmen, zieh die Arme über vorne nach oben. Ausatmen, Hip Hinge. Dieses Mal starte mit dem linken Fuß, bleiben erstmal hier in dem Lunge. Mach die Wirbelsäule nochmal richtig schön lang, also Brustbein zieht weit nach vorne. Und dann geht zurück, Down Dog. Linker Fuß kommt nach vorne. Lunge hier, lange Wirbelsäule und zurück in den Down Dog. Wir bringen die Arme dazu, rechter Fuß kommt nach vorne. Du steigst mit dem Oberkörper ein bisschen auf, die Arme ziehen zurück. Linker Arm zum linken Ohr und switch. Unterer Bauch bleibt aktiv. Hände setzen zum Mattenboden, Down Dog. Linker Fuß kommt nach vorne und dann rechter Arm und switch. Switch, switch. Letztes Mal. Hände kommen zum Mattenboden. Du gehst mit dem linken Bein nach hinten und oben. Down Dog Split. Beug dein Knie und wir gehen in die Hip Circle. Die Arme schieben oder die Hände schieben kraftvoll in den Mattenboden. Große Circle hier und dann Switch Direction. Einmal in die andere Richtung. Gut, und wir kommen von hier in die Modified Side Plank. Linkes Knie landet unter der linken Hüfte, rechter Fuß geht zurück, du öffnest dich nach rechts.
hebst das Bein, Pulse 5, 4, 3, 2, 1, setz den Fuß nach vorne, Standing L, Wirbelsäule ist lang, bisschen Cobra zwischen den Schulterblättern, dieses Cobra-Gefühl und heb 3, 2, 1, komm wieder zurück, Modified Side Plank, rechtes Bein, Swing, 1, 2, 3, 4, 5, setz den Fuß nach vorne, Standing L, 5, 4, 3, 2, 1, du kommst wieder in die Modified Side Plank, bleibst hier, beugst dein Knie, greif den Fuß, Stretch Quadrizep, unterer Bauch bleibt aktiv, Po-Muskulatur. Gut, und wir gehen von hier in Airplane, setz den rechten Fuß nach vorne, komm nach oben, streck das linke Bein. Zieh dich lang in der Wirbelsäule und dann steig auf, Hüftbeugung links, und dann geh zurück. Ja, vielleicht merkst du, das ist bei mir jetzt die schlechte Seite, da brauche ich ein bisschen mehr Konzentration in der Balance. Ja, wir gehen in Wechsel, Airplane und dann Hüftbeugung und streck. Zweimal mehr. Letztes Mal komm nach oben, bleib hier und dann setz den Fuß ab. Ha, gut. Ich tropfe. Es ist wirklich sehr warm heute hier. Gut, wenn du noch einen Moment hast, dann kommst du vielleicht nochmal in den Fersensitz. Bleibst hier, lässt diese ganze Sequenz nochmal auf dich wirken. Spürst diese Wärme, die Hitze, die wir im Körper erzeugt haben. Vielleicht hast du auch nochmal einen Moment, dich in Shavasana zu legen und da noch ein paar Minuten zu bleiben. Was auch immer dir jetzt gerade gut tut. Ich bedanke mich, dass du dabei warst und wünsche dir noch einen ganz schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal.